Ich habe in der letzten Zeit habe ich öfter mein Profilbild gewechselt, weil ich mir nicht so ganz sicher war, welchen ersten visuellen Eindruck ich hinterlassen möchte. Kannst du mir dazu irgendwas raten? Auf jeden Fall ist es ja schon mal super, dass du überhaupt ein Profilbild hast. Weil es gibt zahlreiche Studien, in denen nachgewiesen wird, dass Profile ohne Foto sehr viel weniger zurückgeklickt werden. Das heißt, bei Twitter weniger Follower, bei Xing überhaupt Profilbesuche. Einfach deshalb, weil Profile ohne Foto als Fake-Profile wahrgenommen werden. Und das ist natürlich ungünstig, wenn man Resonanz erzeugen möchte. Und so ein Profilbild ist ja auch der erste Eindruck. Da kriegt man ja nicht unbedingt eine zweite Chance. Das Profilbild ist ja vor allen Dingen deshalb auch wichtig, weil es keine zweite Chance für diesen ersten Eindruck gibt. Und das Profilbild ist einfach das Erste, was andere von dir im Netz wahrnehmen, wenn sie herumklicken und gucken, was ist da für ein neuer Follower zum Beispiel. Also das entscheide ich ganz klar danach, ist da ein Bild zu sehen oder nicht. Und ist da ein sympathisches und gutes Bild zu sehen oder eher nicht. Insofern ist das Profilbild wirklich ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn du ein Profilbild gefunden hast, von dem du sehr begeistert bist, das du magst, wo du wirklich sagen kannst, das bist du, so wie du heute bist, dann empfiehlt es sich sehr, dieses eine Bild auch quer über alle Plattformen einzupflegen, damit der Auftritt auch konsistent ist, damit du wirklich überall auch wiedererkannt wirst und dieser Wiedererkennungswert auch hoch ist. Hast du denn noch so ein paar ganz praktische Tipps und Tricks für mich? Also wichtig ist es auf jeden Fall, dass du ein aktuelles Foto nimmst. Das sollte nicht älter als 2 Jahre sein ungefähr. Also du solltest als du heute auch erkennbar sein. Es sollte kein besonders altes Bild zu tun, sodass es so extrem auseinanderfällt. Die Leute sollten also keinen Überraschungsanfall bekommen, wenn sie dich dann in Wirklichkeit sehen. Außerdem solltest du dich nicht mit deinem Partner abbilden oder mit deinem Kind oder mit einem Haustier, sondern du solltest wirklich drauf zu sehen sein. Wichtig ist auch, dass es ein professionelles Foto ist, wobei es auch sich durchaus um einen professionellen Schnappschuss handeln kann. Das heißt, wichtig ist sowas wie ein homogener Hintergrund. Das ist in so einem Fotostudio natürlich optimal. Das heißt, es sollten keine Fotos sein, in denen im Hintergrund irgendwie wilde Fototapeten zu sehen sind oder Heizungsrohre oder vertrocknete Blumensträuße, irgendwie so Geschichten. Wirklich, je ruhiger der Hintergrund, umso besser für dich, weil es wirklich um dein Gesicht geht. Wichtig ist auch tatsächlich, wenn du kompetent wirken willst, dass du dich auf das Gesicht beschränkst. Am besten sind wirklich Profilfotos, auf denen der Ausschnitt auf das Gesicht beschränkt ist. Je mehr vom Körper zu sehen ist, umso inkompetenter wirkt man. Das hat gerade auch eine aktuelle Studie belegt. Ansonsten ist es noch wichtig, dass die Kleidung natürlich jetzt für Businessfotos in die Richtung geht, in die du tatsächlich auch zur Arbeit gehen würdest. Also in kreativen Berufen ist es durchaus lockerer inzwischen als in etwas konservativeren Branchen, als bei Banken oder Versicherungen. Und häufig lohnt sich auch die Investition in einen Friseurbesuch vorher noch, um auch wirklich einen guten Eindruck zu machen. Weil dieses Profil ist natürlich auch immer so eine Art Mini-Vorstellung, wie ein Mini-Vorstellungsgespräch. Das heißt, und zum Vorstellungsgespräch würde man auch nicht mit ungewaschenen Haaren gehen. Da macht man sich auch ein bisschen nett zurecht, dass man gut und positiv rüberkommt. Und diese positive Ausstrahlung ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, mein persönlicher Tipp da ist immer, sich an dem Tag auch nochmal schön massieren zu lassen, dass man so richtig schön entspannt zur Aufnahme geht, dass man beim Shooting eine sehr schöne, angenehme, positive Ausstrahlung hat und sehr gut rüberkommt. Wobei das ja jetzt eher Tipps für so, ich würde mal sagen, für die beruflichen Profile sind, womit ich dann zukünftige Arbeitgeber überzeugen möchte. Und im privaten Bereich, worauf meinst du, müsste ich da achten? Da spielt die positive Ausstrahlung sicherlich auch eine Rolle. Also die sollten auch scharf sein, die Bilder, aber man kann da sicherlich etwas experimenteller werden. Da kann man natürlich auch mal ein bisschen verrücktere Outfits auch machen. Und das ist dann wirklich dem persönlichen Vorlieben freigegeben sozusagen. Man muss sich nur darüber klar sein, dass in dem Moment das aktuelle Profilbild wirklich der erste Eindruck für die anderen ist. Also wenn das okay ist für einen, warum nicht? Also da würde ich jetzt nicht so rigide sein und sagen, auf keinen Fall und nur Anzugbilder oder sowas. Also das ist schon beliebig. Gibt es denn da Unterschiede, zwischen Männern und Frauen oder was ich jetzt erreichen möchte mit dem Bild? Ah, da gibt es eine ganz spannende Studie, besonders für Benutzer von Online-Dating-Plattformen interessant ist. Und zwar gibt es da einen ganz entscheidenden Unterschied, der leider sämtliche Geschlechterklischees bestätigt. Und zwar funktionieren dort für Männer, also Männerfotos besonders gut, in denen die Männer nicht direkt in die Kamera schauen, sondern tatsächlich aus dem Bild raus und möglichst arrogant rausschauen. Darauf
kriegen sie die meisten Antworten. Frauen hingegen erhalten die meisten Antworten, wenn sie etwas flirtig in die Kamera schauen. Also das aber wirklich nur für Online-Dating-Profile. Würdest du mir denn dann dazu raten, in so ein Fotostudio zu gehen, wie wir hier jetzt auch gerade sitzen? Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich die beste Wahl, wenn man nicht wirklich ein sehr gutes privates Foto hat, also was einfach diesen Kriterien entspricht, was die Qualität angeht. Aber wenn man eins im Fotostudio macht, muss man inzwischen wirklich mit bei den Rechten aufpassen, dass man auch die Rechte für die Social-Media-Nutzung mit abklärt und die gleich mitbezahlt. Wenn ich mich jetzt entschieden habe, ins Fotostudio zu gehen, was sind so die drei größten Fehler, die ich dort machen könnte? Ein Fehler ist zu wild gemusterte Kleidung, weil das auf der Kamera, für die Kamera nicht gut zu verarbeiten ist. Das sieht einfach nicht gut aus. Das zweite ist eine Brille, eine Sonnenbrille, weil Sonnenbrillen verstellen den Blick und die Menschen möchten den direkten Augenkontakt. Das dritte ist, besonders als Frau, aber auch für Männer gilt das, den Kopf so schief zu halten, dass man so eine Unterwerfungsgeste damit auslöst. Das heißt, unterbewusst registrieren die Leute das, wenn sie das Bild sehen, und es wird sofort eine Inkompetenz ausgestrahlt. Da muss man sehr vorsichtig sein.